Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, und heute möchte ich gerne etwas vorstellen. The Highland Herald Whiskey Magazine. Ich habe jetzt hier die Sommer 2018 Edition oder Ausgabe vor mir. Herbst 17, Sommer, Winter 17. Sommer 17 und auch noch Frühjahr 17. Also, und auch noch am Frühjahr 18. So, ich habe jetzt hier die letzten sechs Ausgaben vor mir und die finde ich richtig gut. Grund Nummer eins, kostenlos. Also, ihr geht einfach mal zu www.highland-herald.de und ihr könnt die Sommerausgabe zum Beispiel jetzt kostenfrei herunterladen. Wow! Zweite Sache ist, das kostet jetzt hier auf der Rückseite steht denn da 2,90 €. Wow! Also 2,90 € Nachbestellung einzelne Hefte und da kommt noch Versand dazu. Echt Bombe! Und das ist jetzt schon Ausgabe Nummer 39. Ein kleines bisschen Vorgeschichte. Es gab einen Mann namens Thorsten Herold. Herold. Highland Herold. Und er hat tatsächlich eine Newsletter für seine eigene Firma gehabt. Und dann daraus ist etwas hier gewachsen. Und jetzt macht Sebastian inhaltlich Layout und so weiter. Und Philipp Farbe und Fotos und so weiter. Geniale, geniale Fotos, muss man schon sagen. Ja, also richtig, richtig toll gemacht. Und dann kommt immer wieder ein Leitartikel. Zum Beispiel dieses Mal Mythos Sherry. Ich liebe Sherry Whiskys. Whiskys, die entweder gelagert sind in Sherryfässern oder ein Finish erhalten haben in Sherry. Aber was gibt es alles für Sherry? Wer kennt sich da wirklich damit aus? Was ist wirklich hier eine Transportation Cask? Was ist a Rejuvenated Cask? Was ist a Paraxete Cask? Oder Sherry Seasoned Cask? Oder Seasoning Regulations? Und das wird alles hier auf Deutsch, yay, wunderbarst erklärt und auch gezeigt. Und der Mann, der hinter fast jeder Leitartikel der letzten Jahre war und ist dann jetzt hier der Ernst J. Scheiner. Und der Mann hat Ahnung. Also auch Ernie genannt, ist absolut ein Mann, hat über 150 Destillerien besucht und er schreibt auch hier immer wieder so einen Leitartikel. Und das ist einfach eine Faszination, darüber zu lesen. Glen Scotia Distillery, am meisten meines Fachwissens über diese Distillery habe ich hier nicht irgendwie online gefunden. Also West Cork Distillers habe ich auch hier am meisten darüber auch erfahren. Eine geniale, geniale Geschichte. Da muss ich sagen, ich habe Hälfte online und Hälfte hier auch bekommen. Am Paul John habe ich auch mehr hier bekommen, wobei ich habe auch einiges online, auch durch den Besuch denn dort von Benedikt, dort in Indien und seine Gespräche dort mit den Männern. Glen Grant, mehr habe ich hier erfahren als überhaupt online. Und auch Murray McDavid. Ich habe ein Interview geführt mit der europaweite Brand Manager von Murray McDavid und ich wusste gar nichts, hätte ich nicht hier ein bisschen was gelesen. Und da muss ich auch sagen, dass die Flaschen hier von Murray McDavid, die muss auch hier drin sein, immer so schön sind. Ja, also und man merkt, ich mache einfach mal diesen Design, die sie jetzt haben. Und das ist einfach mal super. Letzte Sache, was ich auch erwähnen möchte, schon zwei Sachen. Erst einmal, was ich echt schön finde, ist diese Seite Just Bottled. Damit man weiß man, was jetzt hier gerade rausgekommen ist auf dem Markt, falls man das sowieso nicht diese gehypte Flaschen vor Augen hat. Also ich habe die Sommer 2018 Ausgabe jetzt hier. Wer mich kennt, weiß, dass ich amerikanische Whisky und auch Irish Whisky immer wieder hier habe. Zum Beispiel in Irish wurde schon der Bushmill Steamship, die Bourbon Cask rausgebracht. Ich habe eine Sampleflasche, habe ich noch nicht gemacht. Und The Whistler Double Oaked habe ich schon gemacht. Das ist auch ganz, ganz gut hier zu wissen. The Whisky hier aus Deutschland, nicht alles habe ich hier. Und dann, was hier fehlt für mich, sind die Whiskys, die aus Amerika kommen. Vielleicht könnte man das ein bisschen ergänzen. Auch für eine interessante Amerikaner jetzt hier. Whisky aus aller Welt, es gibt den Michel Cuvée. 25 kam raus und Cap a Pie.
Und vom Japan war welche, Indien waren welche, Schweden waren welche und auch Schweiz waren welche. Und auch denn, aber nichts von Amerika fällt mir jetzt auf. Whisky aus Deutschland hier drin. Und natürlich alles, was hier aus Schottland kommt, ist da drin, wie Distillery Bottlings und hauptsächlich auch die Independent Bottlings. Und das ist echt einfach mal eine richtig, richtig schöne Sache. Das findet man so gut wie nirgendwo anders, in dieser Ausführlichkeit, finde ich. Und natürlich, es gibt auch die Fachhändler, auch nach Postleitzahl. Und es gibt die Tasting-Events. Und da ist zum Beispiel, wo ich sein werde, denn dort in Berlin auf dem Whisky-Herbst, dort am 8.9. Und dann gibt es auch natürlich der Whisky-Messe Wuppertal. Für die deutsche Brennerei werde ich am 9.9. dann da sein. Und das ist einfach eine echt tolle, tolle Sache. Hinten gibt es immer eine kleine Antidote denn dazu. Und ich muss sagen, was man angeboten bekommt, ist absolut genial. Es gibt eine andere Zeitschrift, Whisky Botschaft, werde ich heute nicht vergleichen. Das Ding ist natürlich dicker, kostet auch 10 € pro Quartal. Und das hier ist, ich sag's einfach mal, qualitativ mitzuhalten. Persönliche Meinung. Whisky aus der Sicht aus der Amerikaner, der Meinung vom Whisky Jason. Allerdings, die Beiträge natürlich bei Whisky Botschaft sind vielfältiger. Das kann man nicht hier ein kleines, dünnes Heftlein vergleichen mit so einem dickes Ding. Aber der finanziert sich sehr stark durch Werbung. Deshalb können wir auch als Abonnenten bzw. kostenlose Downloader wirklich, wirklich davon profitieren. Ich lese sowieso fast alles online. Warum nicht der PDF online denn da haben? Wenn man unbedingt Papier haben will, bitte, bitte, bitte bestellt das. Wie ich sagte, 2,90 € plus Versand. Kaum Leute. Also das ist echt nicht die Rede wert. Ich muss sagen, einfach, das ist eine richtig schöne Sache denn da. Und sowas vom Fachwissen, sowas hier von einfach mal geballtes Information ist einfach wow. So, 2,90 € pro Heft oder kostenlos online. Ich wiederhole mich, ich weiß, www.heiland-herold.de, denn ich finde das, was sie hier machen, absolut gut. So, Frage des Tages. Warum hast du den Highland Herald noch nicht runtergeladen? Auch in meiner Beschreibung wird auch der Link da drin sein. Warum noch nicht? Also wirklich, 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 kostet nichts. Schaut euch das an. Lest ein paar Artikel da drin und ihr werdet merken, was für eine Fülle an Informationen denn da ist. Was ich hier nicht habe, ist, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, ist zum Beispiel im Winter 2016 war Triple Distillation, war Irland ein ganz großes Thema. Dann Herbst 2016 war Indien ein Thema. Dann war jetzt hier Glenmorangie ein Thema. Edward Dower war ein Thema davor. Dann war, oh ja, Whisky aus Belgien, die Owl Distillery. Ich habe gerade mit Femke auch einen Livestream gemacht aus dem Winter 2015, auch eine interessante Sache. Wie Fässern den Whisky verzaubern. Das war Sommer 2015. Hat sich nichts verändert. Die Fässern beeinflussen immer noch der Whisky zwischen 40 und 80%. Also eine richtig tolle Sache. Sogar einmal war eine ganze Ausgabe nur Whisky aus Amerika gewidmet, da im Sommer 2014. Und. Also ihr könnt auch die alten Dinge da runterladen, auch den PDFs. Die sind fast alle auf meiner Festplatte sowieso und ich habe dadurch viel, 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 viel gelernt. Gut, Whisky Jason hier. Warum hast du den Highland Herald noch nicht runtergeladen? Frage des Tages. Vielen Dank. Ganz was anderes heute. Liken. Anderen erzählen. Irgendwann kommt der Whisky-Botschaft auch denn als Zeitschrift hier vor, was ich vorstellen möchte, damit man auch das auch anschauen kann. Ich habe schon Bücher mal vorgestellt, auch denn da Preiskategorien unter 10, über 20 und so weiter. Und morgen kommt ein normales Whisky-Video. Versprochen. Ciao.